Austria International. Radio Österreich International. Radio Austria International. Radio Tris International. Radio Austria International. E1 Mittagsjournal. Mit Andrea Maywald. Guten Tag. In Brüssel sind die EU-27 heute wieder unter sich und da geht die mühsame Suche nach Alternativen zum russischen Gas weiter. Wir schauen uns an, ob Deutschland da schon einen Schritt weiter ist und was Österreich vorhat. Auch ohne Gasembargo, der Krieg in der Ukraine bremst die Wirtschaftserholung in Österreich. Die Wirtschaftsforscher rechnen für heuer aber immer noch mit einem Wachstum von mehr als 3%. Zu den Risiken für die heimische Wirtschaft und dem Problem mit dem russischen Gas ist WIFO-Chef Gabriel Felbermeier Gast im Mittagsjournal. Der Wirbel in der Koalition um Zahlenspiele der Verteidigungsministerin ist auch Thema. Dass das Vertrauen in die Bundespolitik im Keller ist, hat andere Gründe. Welche, darüber sprechen wir mit Politikberater Thomas Hofer. Unser Mann in Moskau, Paul Kriesei, hat mit dem Chefredakteur des Kreml-kritischen und seit kurzem geschlossenen Radiosenders Echo Moskau gesprochen. Aus der Kultur eine Vorschau auf die Diagonale in Graz. Die Vorschau aufs Wetter hat Andreas Mansberger. Größtenteils geht es mit viel Sonne weiter. Ein paar Quellwolken bilden sich aber am Nachmittag über dem Berg- und Hügelland. Vereinzelt sind auch Regenschauer möglich, im Hochgebirge Schneeschauer. Am ehesten rund um den Adelberg in den hohen und niederen Tauern sowie in den Gurgstaller Alpen. Auch hier bleibt es aber meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 21 Grad. Die aktuellen Temperaturen in den Landeshauptstädten: Wien und Eisenstadt 16 Grad, St. Pölten und Linz 15, Salzburg 16, Innsbruck 15 Grad, Bregenz 10, Graz 16 und Klagenfurt 15 Grad. Heute der zweite Gipfeltag in Brüssel und es geht auch ohne Joe Biden. Der US-Präsident ist bereits abgereist um die Folgen des Krieges in der Ukraine. Biden hat den Europäern zugesagt, Gas aus Russland zumindest teilweise durch Flüssiggas aus den USA zu ersetzen. Doch das wird nicht reichen. Wegen der hohen Energiepreise wollen Länder wie Spanien oder Griechenland jetzt direkt in den Markt eingreifen. Das Thema bestimmt jedenfalls den zweiten Teil des EU-Gipfels. Aus Brüssel, Benedikt Feichtner.